Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch nochmal daran zu erinnern, das gelbe Ding da oben ist die Sonne und die brennt heute ganz schön heiß. Wir hatten gerade hier den ersten, der ausgefallen ist. Bitte, bitte, bitte nutzt die Möglichkeit, möglichst viel Wasser zu trinken. Das ist nicht das Zeug mit dem Alkohol drin, nein, das nicht, sondern das Wasser ist diese durchsichtige Flüssigkeit, die den Durst löscht und dafür sorgt, dass wir alle gut auf der Abschlusskundgebung ankommen. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich international mit Legalisierung und manche davon, die haben das so quasi zu ihrem Lebensstil gemacht, heute hier und morgen da, Cannabis politisch aktiv zu sein. Der nächste Redner, den ich gleich ankündige, der springt die ganze Zeit zwischen Berlin und Bayern und Mittelmeerinseln und Atlantikinseln und Amsterdam und Hanfmessen hier und Hanfmessen da. Einer der wenigen europäischen Jetsetter in Sachen Drogenpolitik ist der Herausgeber des Hanfjournals, der Herausgeber von Exzessiv, der Betreiber der Kampagne CSC ist okay, Emanuel Kotzian, einen dicken Applaus bitte. Das hat noch keiner bisher gesagt, dass ich der Jetsetter im Hanf-Business bin. Aber wirklich süß. Danke. Ja, also die Sonne strahlt uns allen auf den Kopf. Und ich will euch auch nicht wirklich weiter grillen. Ich halte mich heute kurz. Es gäbe genügend zu erzählen von der ganzen Welt, was Positives und was Negatives passiert. Ich werde mich heute kürzestmöglich wegen dem Wetter fassen. Nummer 1. Ganz wichtig, von unserer gesamten Crew, von Exzessiv, vom Hanfjournal und von allen Aktiven der Kampagne CSC ist okay, einen herzlichen Gruß an alle, die heute hier waren und die diesen Tag erfolgreich machen werden und erfolgreich machen in diesem Augenblick. Danke euch, dass ihr den Weg auf euch genommen habt, hier zum Berliner Hauptbahnhof. Danke! Ein bisschen was Neues muss sein und wir haben uns überlegt, wie wir diesen Dank auch ein mini bisschen umsetzen, dass man den auch ein bisschen nach Hause mitnehmen kann. Und es schaut so aus. Wir haben uns einen Aufkleber einfallen lassen. Er ist lila. Er ist lila. Der einzige Aufkleber, der heute verteilt wird und lila ist. Und was ist speziell an diesem Aufkleber? Es gibt ihn tatsächlich nur hier, nur auf einer aktiven Veranstaltung, auf der jemand teilnimmt und jeder bekommt nur einen mit nach Hause und mit diesem Aufkleber könnt ihr euch ausweisen zu Hause, dass ihr tatsächlich in diesem Jahr was für die Legalisierung getan habt. Diesen Aufkleber gibt es bei den freundlichen Menschen, die das T-Shirt anhaben, welches ich auch anhabe. Oh, ich zeig's einmal, okay? Yes, ihr seht das T-Shirt und bei diesen freundlichen Menschen gibt es auch einen Aufkleber und es gibt natürlich diesen Aufkleber auch an der Abschlussveranstaltung am Stand 19. Dieser Aufkleber berechtigt euch, wenn ihr damit zu Hause wieder seid, mindestens 5 weiteren Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, weil sie nicht hier waren. Ihr habt einen Auftrag. Danke, ich sehe, das wird gut ankommen. Wir haben eine kleine Arbeitsaufgabe. Der Steffen hat mich auch ein bisschen gebeten zu schauen, ob jetzt schon hier Grillfleisch herumsteht oder ob ihr auch noch alle lebendig seid und ob wir uns auf einen richtig geilen Umzug freuen. Okay, wir haben hier eine kleine Sonderaufgabe. Wir würden gerne bei der nächsten Exzessiv-Sendung, bei Exzessiv TV, gerne unseren Spruch "Hallo, liebes Exzessivpublikum" von euch aufnehmen lassen. Hierzu ist der magische Schmidti, unser Chefgrafiker, Designer und Chefregisseur und Verantwortlicher der Exzessiv-Sendungen hier. Und ich würde euch einfach bitten, dass wir einmal, zweimal oder gar dreimal im Chor zusammen den Einleitungsspruch von Exzessiv gemeinsam sagen. Und zwar, ihr kriegt es höchstwahrscheinlich schon. Hallo, liebes Exzessivpublikum. Und jetzt hoffe ich auf euch gemeinsam. 1, 2, 3. Hallo, liebes Exzessivpublikum. Okay.
Und jetzt machen wir es noch einmal, Schmidti? Ja, Schmidti sagt yes. Okay, und jetzt mit richtig Elan. Berlin! Hallo! Yes! Okay, saugeil. Gut, ein mini bisschen Politik muss sein, weil ansonsten hätten wir kein politisches Magazin und keine politische Zeitung und keine politische Kampagne. Die meisten Argumente werden ansonsten hier genannt, aber zurzeit ist tatsächlich die politische Debatte in Sachen Cannabis wirklich hoch heiß. Und so viel wie im letzten Jahr hat sich tatsächlich seit 20 Jahren nicht mehr getan. Es ist ein Fortschritt und ein Erfolg aller Aktivisten, auch alle, die heute hier anwesend sind und auch vielleicht einige, die daheim geblieben sind, obwohl sie ansonsten aktiv sind. Aber wo doch jetzt Cannabis doch so ein schickes Politikthema ist, da frage ich mich tatsächlich, warum eigentlich der Cem Özdemir hier heute nicht hier ist. Das ist doch der jetzt eindeutig der Oberligaleiser. Ja. Vielleicht hat er sich ja irgendwo versteckt, der Cem. Vielleicht hat er ja noch die Möglichkeit, hier schnell vorzukommen. So oder so, das finde ich wirklich schade. Aber was ich wirklich zum Kotzen finde, das ist Kretschmann. Ebenfalls ein Grüner, der eigentlich die Macht hätte, die Position hätte und letzte Woche mir nichts, dir nichts erklärt hat, dass er ja eigentlich auch für Legalisierung ist. Ich sage euch von dieser Stelle aus, ich weigere mich, die Grünen zu wählen, solange in Baden-Württemberg Kiffer verfolgt werden. Lieber Wilfried Kretschmann, das ist nie wieder grün, außer ihr zeigt wirklich mal an der Schwerpunkte. Taten statt Worte. Ihr seid beteiligt an genügend Regierungen, also tut was, Cem Özdemir und Co. Okay, das ist so die Politik, wollen wir nicht vergessen. Und das hat sich auch so im letzten Jahr herausgeschält. Cem Özdemir ist nicht der böseste Knabe im Chor. Ohne Wenn und Aber hat Marlene Mordler den zweifelhaften Ruf der inkompetentesten Drogenbeauftragten, seitdem es dieses Amt gibt, übernommen zu haben. Herzlichen Glückwunsch, Frau Mordler! Herzlichen Glückwunsch! Wir hatten bisher im Ranking einen gewissen Lindner. Vielleicht erinnern sich noch einige an den Herrn Lindner. Der war bisher der Schlimmste. Aber nein, Marlene, du hast ihn überholt. Glückwunsch! Okay, und jetzt glaubt ihr, es geht nicht noch doofer? Doch! Der Steffen hat ja erwähnt, ich bin so ein bisschen internationalistischer Knecht und so, reise hin und her. Und eine Geschichte habe ich, die toppt wirklich alles, die hat sich im letzten Halbjahr ereignet. Ich habe ein Dokument dabei, was es beweist. Am 25.04. April dieses Jahres wurde in Warschau im Parlament abgestimmt über Cannabis. Ein kleiner Unterparagraph unter vielen Paragraphen. Auf jeden Fall hat das polnische Parlament tatsächlich biologisch Geschichte geschrieben und manche biologische Bücher müssen umgeschrieben werden. Und es zeigt, welche Dreistheit Politiker besitzen, denn sie haben mit absoluter, und zwar wirklich mit 80%iger Mehrheit abgestimmt, dass alle Teile der Pflanze Hanf, die überhalb des Erdbodens zu finden sind, gleich sind mit Cannabis. Habt ihr es mitgeschnitten? Der Stängel, die Blüten, die Blätter, alles Cannabis. Und das hat das polnische Parlament im Jahr 2015 beschlossen. Da muss man doch beinahe glücklich sein, dass man in Deutschland lebt. Nur beinahe, yes. Ja, ich habe mein Konjunktiv eingebaut. So, jetzt schaue ich, ob noch was auf der Liste draufsteht, was ganz wichtig ist. Eine Kleinigkeit, tatsächlich, kam auch die letzten zwei Tage über den Ticker. Die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat sich mal wieder zu Cannabis geäußert. Ich sag euch, das sind die Newcomer der deutschen Legalisierungswelle seit vorgestern. Die haben nämlich tatsächlich es knallen lassen und erklärt, dass sie sich vorstellen könnten, dass ein Cannabis-Social Club die Voraussetzungen erfüllen würde, um zu legalisieren, dass die das gar nicht so schlecht finden.
deutsche Hauptstelle zur Suchtbeobachtung. Ihr könntet meine neuen Freunde werden, macht weiter so. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wundervollen Samstag, einen wundervollen Umzug. Bleibt mit dabei, genießt die Sonne, trinkt Wasser und yes, legalized Berlin. Yeah, legalized. Das war's hier mit den Reden soweit bei der Auftaktkundgebung. Um 14 Uhr werden wir losziehen mit den Paradewagen, alle nacheinander. Bis dahin bleiben wir noch kurz hier. Robert Soko wird gleich hier mit seinem Set beginnen. Wir hören Balkan-Beats auf dem Paradewagen. Die anderen werden noch andere Musik spielen. Wir haben vielseitige Musik. Entschuldigung. Musikprogramm von Psytrance, Bistron, Bass und...